Abschied nehmen. Und nichts Neues über Herzog? Nein. Ist schon 4 Tage her, aber Holden hat wohl gehört, dass es Corian soweit gut geht. Gute Nachrichten. Komisches Gefühl, wenn man verliert. Ein bisschen. Wenn das 30. Korps rechtzeitig gekommen wäre. Dann würden wir immer noch einen wahnwitzigen Plan eines wahnwitzigen Generals umsetzen. Montgomery kriegt den Hals nicht voll. Was ist mit dir? Sie wissen es. Was denn? Was Leggett getan hat, was ich getan habe. Matt! Ich hab dir gesagt, lass es sein. Ich weiß. Es ist nur, wenn... Sieh mal nach Red. Der Arzt, dieser Gideon, will mit dir reden. Und alles klar mit dir? Matt, die ganze beschissene Zeit hast du genau gewusst, was denen passiert war. Sam! Weißt du, lass einfach diese Scheiße sein. Wiederhol nicht immer meinen Namen und benimm dich nicht so. Nicht jetzt. Matt, wir werden nie wieder zusammen kämpfen. Aha. Ich habe auf Sie gewartet, Sergeant. Wir müssen uns unter 4 Augen unterhalten. Wie geht's, Red? Deswegen unterhalten wir uns unter 4 Augen. Er weiß noch nichts. In den letzten Tagen ist er immer mal wieder aufgewacht. Moment, was weiß er noch nicht, Doc? Tja, die Nerven in seinem unteren Brustbereich haben ein schweres Trauma erlitten. Sie gehören zum Rückenmark. Doc, was meinen Sie damit? Er ist gelähmt. Er weiß es aber nicht. Ich möchte, dass er es von jemandem erfährt, dem er vertraut. Wenn er bei Bewusstsein ist, fragt er meist nach Ihnen. Bist du oft K.O. gegangen, während ich weg war? Nein. Wer hat meinen Platz eingenommen? Erstmal Paddock. Wow, Paddock. Der Todesengel. Red. Wir müssen uns unterhalten. Geht's den anderen gut? Das mit... Fryer, weiß ich. Aber was ist mit den anderen? Denen geht's gut. Aber es geht um dich, Joe. Was? Gott, du kommst nach Hause. Du fährst zu Irma und Carol nach Hause. Du wirst einen ganz hervorragenden Vater abgeben. Das Gebäude... Als es zusammenbrach. Matt. Du wirst nie wieder laufen können. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Sieh mich an. Nichts und niemand wird mich davon abhalten, dich zu finden, wenn das hier alles vorbei ist. Du bist mein bester Freund, Red. War nur einer von uns... Das alles wert? Ja. Wenigstens hast du was gelernt. Wie geht's ihm? Senno, ich kann nicht.
Das kommt mir aber bekannt vor. Sieht so aus, als hätten wir viel mehr gemeinsam, als du gedacht hast. Der kugelsichere Matt Baker heult, weil er einen Freund verloren hat. Das ist nicht dasselbe. Tja, das ist ja der Haken an der Sache, oder? Es ist dasselbe. Da stehst du und brichst fast unter deiner eigenen Schuld zusammen. Du wiederholst dich. Wie die Geschichte. Ich lebe noch. Ganz im Gegensatz zu dir. Ach, wirklich? Über mich gibt es nicht viel zu sagen, Matthew. Ich war schwach und zerbrechlich und wurde von deinem Geheimnis erdrückt. Ich habe dich beschützt. Ist das derselbe Schutz, den du Frankie angeboten hast? Er hat dir vertraut, Matthew. So wie die anderen auch. Aber die sind auch nicht hier. Wie viel ist dein Schutz denn wert? Hör auf. Bitte. Es ist noch lange nicht vorbei. Es liegt noch ein weiter Weg vor dir. Sag mal, Matthew, du bist durch die Hölle gegangen. Was hältst du von Schnee? Mit Schnee komme ich klar. Wo willst du mit der verdammten Kanone hin? Komisch, dass du von da oben noch keine Antwort erhalten hast. Du solltest es langsamer angehen lassen. Geht nicht, hab was vor. Alle Mann mir nach! Auf geht's! Oh Mann. Seit 10 Tagen geben hier alle wirklich ihr Letztes. Einige haben noch mehr gegeben. Wir haben Frankie verloren. Fryer und Marsh. Und Red. Bei diesem Einsturz wurde sein Rückgrat verletzt. Er ist gelähmt. Er wird nie wieder laufen können. Aber er kann sprechen. Weißt du, was er gesagt hat? Er wollte wissen, ob einer von uns das wert war. Wir alle haben Fehler gemacht und in Frage gestellt, was wir hier tun. Die Last des Krieges liegt schwer auf unseren Schultern, besonders wenn wir verlieren. Aber ich gehe keinen Schritt zurück. Ich bleibe an eurer Seite. Ich stehe hier und sage euch, ich führe euch direkt nach Berlin, wenn es sein muss. Und das wird wahrscheinlich passieren. Und ich weiß, dass einige von euch mir gerade nicht vertrauen. Einige von euch halten sich an einem Aberglauben fest. Das hört jetzt sofort auf. Ich weiß, dass wir alle einen Sündenbock brauchen. Aber es ist nur eine gottverdammte Knarre. Und hier sind wir nun. Brüder, Väter, Heilige und Sünder. Tragen wir den Kampf wieder zu den Deutschen. Meine Fresse. Was für eine wunderschöne Rede. Kann nicht. Wodurch zeichnet sich ein guter Soldat aus? Durch sein Hirn? Oder sein Herz? Fortsetzung folgt. Aha. Ob es eine Fortsetzung gibt, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich muss mal gucken, was nach dieser Trilogie kam. Aber das war's mit Brothers in Arms, Hell's Highway. Für euch wird es alles in einem Stück kommen. Für mich waren das irgendwie jetzt doch fast 2 Monate, wo ich das Spiel einfach mir vor mir hingeschoben habe und immer so alle 2-3 Wochen aufgenommen habe. Das kann man vielleicht merken. Ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass bei einer Folge sogar 2 Folgen Soundprobleme da waren. Das war echt doof. Aber im Großen und Ganzen, das war's mit der Trilogie. Ich guck mal nach. Ich kann es nicht versprechen, ob es vielleicht eine Fortsetzung gibt, aber ich glaube, die anderen Teile waren auf der Konsole oder die Nintendo DS oder sowas, habe ich irgendwas gesehen. Mal gucken, ob ich dann vielleicht doch noch was mache oder nicht. Und sonst will ich mich bei allen bedanken, die sich das hier angeschaut haben. Das war es sonst mit dem vorerst exklusiven Let's Play, sag ich mal. Oldschool ist Let's Play. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Lass jetzt noch so lange laufen. Oh, oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.